Also was ist Abschiebungshaft? Es ist eine reine Verwaltungsmaßnahme. Es geht weder um eine Ahndung einer Straftat noch um die Untersuchung einer Straftat, einer möglichen Straftat. Es geht auch nicht um eine Beugemaßnahme, sondern diese Verwaltungsmaßnahme dient einzig der Vorbereitung und Sicherung der Abschiebung. Sie ist selbstverständlich, das sieht man, dass es hier in einem Gefängnis stattfindet und auch überall woanders. Sie ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit und unterliegt damit dem Rechtsstaatsprinzip der Verhältnismäßigkeit. Wer kommt in Abschiebehaft? Es sind natürlich alles Einzelfälle. Jeder hat nochmal einen anderen Hintergrund, aber man kann es doch grob einteilen in drei Gruppen. Nämlich, es sind natürlich grundsätzlich Menschen, die ausreisepflichtig sind, aus verschiedenen Gründen. Die erste Gruppe wären diejenigen, die ihren Aufenthaltstitel hier jetzt verloren haben, sei es, weil das Visum abgelaufen ist, sei es, weil das Asylverfahren negativ abgeschlossen wurde, sei es, weil gar kein Asylverfahren durchgeführt wird, weil es um einen sogenannten Dublin-Fall geht. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die gerade erst einreisen und nicht rechtzeitig einen Asylantrag stellen, bevor sie in Haft genommen werden. Also ein Asylantrag, der aus der Haft herausgestellt wird, führt nicht zur Freilassung, beziehungsweise erst nach 4 Wochen, wenn er nicht innerhalb der 4-Wochen-Frist entschieden werden kann. Oder die dritte Gruppe sind solche Geflüchteten, die, oder man kann vielleicht auch sagen Migranten, die nie einen Aufenthaltstitel besessen haben, die einfach so gekommen sind nach Deutschland, haben keinen Asylantrag gestellt, haben aber auch kein Visum gehabt, illegal eingereist, sich irgendwie durchgeschlagen haben, vielleicht schwarz gearbeitet haben und dann halt irgendwann in eine Kontrolle geraten. Kommen wir zu den gesetzlichen Grundlagen, die auf Bundesebene liegen. Paragraph 62 Aufenthaltsgesetz. Haft wird von einer Ausländerbehörde beantragt und muss dann von einem Amtsgericht per Beschluss angeordnet werden. Sie ist dann unzulässig, wenn sie durch ein milderes Mittel, ebenfalls ausreichendes Mittel, wenn dadurch die Abschiebung auch vollzogen werden könnte. Sie ist also in gewissem Sinne die Ultima Ratio, die letztmögliche Maßnahme, die ergriffen werden sollte. Außerdem steht, verlangt der Gesetzgeber, die Inhaftierung sollte auf die kürzestmögliche Dauer beschränkt sein. Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit beim Freiheitsentzug. Minderjährige oder Familien mit Minderjährigen sollten nur in Ausnahmefällen überhaupt in Abschiebehaft genommen werden. Es gibt 5 abschließende Gründe, die eine Inhaftierung rechtfertigen. Also die vollziehbare Ausreisepflicht natürlich. Dann, wenn der Betroffene, nachdem seine Ausreisepflicht abgelaufen ist, seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne die Behörden zu informieren, also einfach seine Unterkunft verlassen hat, er einen Termin, den man ihm gesetzt hat, wo er sich einzufinden hat zur Abschiebung, wenn er diesen Termin nicht wahrgenommen hat. Dann gibt es einen Grund, der ist auch wieder etwas weich formuliert, er sich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat. Naja, was ist das, die sonstige Weise? Also wenn er eine Abschiebung, einen Termin zum Beispiel nicht wahrnimmt und er kann nicht begründen, warum er zu diesem Termin nicht gekommen ist, dann ist das sicherlich ein Haftgrund. Wenn er allerdings ein fachärztliches Attest vorlegen kann, dass er an dem Tag einen Blinddarmdurchbruch hatte oder sonst was, also dann ist natürlich die Inhaftierung rechtswidrig oder wäre sie rechtswidrig. Und dann gibt es noch eben diesen, ja nochmal ein bisschen weicher formulierten Verdacht, dass der Betroffene sich durch Flucht entziehen könnte. Die Haftdauer ist gestuft, da gibt es erstmal die 3-Monats-Frist. In der Regel wird die auch angeordnet, vielleicht erstmal mit 6 Wochen und dann nochmal 6 Wochen. Dann die nächste Stufe sind bis zu 6 Monaten, wenn der Betroffene es zu vertreten hat, dass die Abschiebung nicht schon früher durchgeführt werden konnte. Also ganz konkret Vernichtung von Passpapieren, von Ausweispapieren, wenn man ihm das nachweisen kann, dass er die vernichtet hat oder dass er die nicht herbeischaffen will, dann ist das ein Grund, um über die 3-Monatsfrist hinauszugehen. Über die 6-Monatsfrist hinausgehen kann man dann, wenn der Betroffene seine Abschiebung aktiv verhindert, sei es, dass er den Flug verweigert
oder sei es, dass er extrem widersprüchliche Angaben zu seiner Identität macht. Kommen wir zum Haftvollzug, der ist Ländersache, habe ich vorhin gesagt. Der Vollzug muss in speziellen Einrichtungen passieren, das ist eben so entschieden von, aufgrund eines Urteils des EuGH im Sommer 2014. Diese speziellen Einrichtungen gibt es derzeit in mehreren Bundesländern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, neuerdings Sachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern. Geplant ist eine gemeinsame Einrichtung in Kiel für die Nordländer, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg. Die ist wahrscheinlich jetzt, ja, ob sie schon in Bau ist, weiß ich nicht, aber ich habe gelesen, dass es geplant ist. Also die Bundesländer inhaftieren entweder selbst in ihrem eigenen Bundesland oder in einem anderen Bundesland im Rahmen des, der Amtshilfe. Es gibt auch sogenannte Abschiebungshaftvollzugsgesetze in einigen Bundesländern. Da wird also nicht nach dem, ja, nach dem Strafvollzugsgesetz vollzogen oder nach einem abgeschwächten Strafvollzugsgesetz, oder es wird dann auch nicht mehr so improvisiert, sondern da gibt es ein Abschiebungshaftvollzugsgesetz in einigen Bundesländern, bisher in Berlin, Brandenburg, beide haben aber keine Abschiebungshaft mehr mittlerweile. Dann gibt es eins in Baden-Württemberg, in Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen, da liegt ein Entwurf bisher vor. Die möglichen, ja, Vorzüge oder Punkte eines Abschiebungshaftvollzugsgesetzes könnten sein: Zum einen kann man da eine klare Vorgabe nochmal reinschreiben für die Ausländerbehörden, dass Abschiebungshaft wirklich nur als Ultima Ratio angewendet werden soll. Es könnte auch in dem Abschiebehaftvollzugsgesetz nochmal die Alternativen aufgelistet werden, die zur Verfügung stehen, um Abschiebungshaft zu vermeiden. Beispielsweise verschärfte Meldepflicht, Meldeauflagen, Kaution, all diese Dinge. Und es könnte auch in dem Vollzugsgesetz schon drinstehen, diese Alternativen sollen auch überprüft werden. Aber auch in ein Abschiebehaftvollzugsgesetz könnte reingeschrieben werden, Kommunikationsmöglichkeiten möglichst, ja, ausweiten, möglichst viel davon geben, weil Kommunikation nach außen ist sehr wichtig für die Häftlinge. Die sind ja in einer psychischen Ausnahmesituation, die wissen nicht, wann die Haft endet, die wissen nicht, wie sie endet. Da ist natürlich Kommunikation auch deeskalierend, sage ich mal. Je mehr die sprechen können, sich ausdrücken können nach außen mit Freunden, Verwandten, Familienangehörigen, desto leichter fällt es ihnen vielleicht, die Zeit zu überbrücken. Auch nach innen Kommunikation ermöglichen hieße, möglichst langen Zellenaufschluss ist eine Frage. Wir sind ja hier auch unter anderem, weil Leute nachts aus dem Fenster geschrien haben. Ich habe die These, ganz einfach, macht es ihnen möglich, normal das Leben da drin, normales Leben, nur die Freiheit ist halt begrenzt, aber ansonsten alles möglichst normalisieren, dann hört es vielleicht auch auf. Man muss es vielleicht auch ausprobieren. Also vielleicht zum Abschluss, ein früherer Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der hieß Percy MacLean, hat es mal so formuliert: Abschiebungshaft sollte nichts anderes sein als normales Leben minus Freiheit. Zurück zu den eingangs erwähnten Fällen vom Rechtsanwalt Fahlbusch. Haft wird zu schnell, zu häufig und zu lange angeordnet. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit steht öfters mal in Frage. Es wird mitunter verletzt, nämlich da, wo es auch nachträglich die Haft als rechtswidrig eingestuft wurde. Es werden Mängel in Kauf genommen von Seiten der Behörden, nämlich zum Beispiel keine rechtzeitige Benachrichtigung eines Anwalts, wenn eine mündliche Verhandlung ansteht. Einer der Anwälte hat gesagt, er bekam einen Anruf, er hatte 11 Minuten Zeit, zum Gericht zu kommen, um mit seinem Mandanten zusammen an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Das war zwar in München, aber 11 Minuten war unmöglich. Daraufhin wurde die Haft als rechtswidrig eingestuft. Der Betroffene wurde entlassen. Einfach ein Fehler. Darf nicht passieren.